Er ist der Grand Seigneur der Zauberkunst. Der Basler Magier Magret oder auch Marcel Greter ist in der Region schon lange ein bekanntes Gesicht. Und im Oktober feiert seine neue Show «Unlock the Magic» in Basel Premiere. Hallo Marcel, hallo, du hast schon als Kind angefangen zu zaubern. Hast du damals auch so einen Zauberkasten gehabt für Kinder? Und wie ist die Faszination zustande gekommen, dass du so lange bei der Magie geblieben bist und sogar schlussendlich deinen Beruf daraus gemacht hast? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Das soll ich jetzt ganz kurz und schnell beantworten. Ja, meine Großeltern haben so einen Zauberkasten gekauft, bei vielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du nicht auch einen gekauft hast. Ich habe einen. Ah, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Und lege es wieder weg. Mich hat das aber extrem fasziniert, wie man kann die Wahrnehmung von Menschen Aufmerksamkeit lenken. Das hat mich extrem fasziniert. Und das ist bis heute geblieben. Das ist, eigentlich hat sich noch gesteigert. Und wann hast du gefunden, hey, das ist meine Leidenschaft, das will ich zum Beruf machen? Oh, das hatte ich eigentlich gar nie, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich habe dazu mal eine Ausbildung gemacht als Programmierer, Analytiker und habe gleichzeitig ein Engagement gekriegt, wo ich jeden Abend habe mir wichtige Leute unterhalten auf Schloss Böttstein. Ich weiss es noch, wie es gestern war. Und das ist dann einfach nicht mehr gegangen. Man kann nicht am Morgen um 7 Uhr fit im Büro sein und zu oben bis 12 Uhr eins Leute unterhalten. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, ich probiere das mal 5 Jahre. Ja, und jetzt sind es schon 33 Jahre, wo daraus geworden sind. Und eigentlich habe ich jetzt noch nie entschieden dafür. Ja, es hat einfach den Weg so gemacht. Es hat einfach so ergeben, genau. Ich habe gelesen, im Jahr 1990 bist du der erste Schweizer Meister von der Zauberkunst in der Königsdisziplin Manipulation geworden. Was ist das genau und wie bist du zu dieser Meisterschaft gekommen? Manipulation, ja, das tönt so. Ja. Oder? Zauberkunst hat ja verschiedene Sparten, wo gar nicht so wichtig ist in der Unterhaltungskunst nach außen, aber in der Zauberkunst selber gibt es verschiedene Sparten, wo man sich messt, wie beim Eiskunstlauf. Und Manipulation ist alles, was mit Fingerfertigkeit zu tun hat, wo mit Ablenkung zu tun hat, wo man noch kennt, so von früher, der Mann im Frack, der Tauben erscheinen lässt, Bälle oder Spielkarten. Das war meine klassische erste Manipulationsnummer gewesen. Und ist das quasi, machst du das am liebsten? Ist das dein Spezialgebiet? Oder wie würdest du dich als Magier bezeichnen, deine Show? Nein, das hat sich schon ein bisschen geändert. Ich glaube, dass heute mehr Psychologie, der Umgang mit Menschen, die Kommunikation im Zentrum steht, die Faszination, wie man mit den Leuten Träume verwirklichen, also dass sie können mitträumen können. Für mich ist Zauberkunst viel mehr wie einfach Tricks zeigen, sondern es geht wirklich darum, sie einzuladen, wie bei Magic Moments, wo man zusammen an einem Tisch sitzt. Ja. Da geht es nicht darum, zu zeigen, ja, wie gut, dass ich jetzt hier etwas mache, sondern es geht darum, zusammen die Faszination vom Staunen können zu erleben, erlebbar zu machen. Und das ist das, was mich fasziniert. Mhm. Du hast gerade angesprochen, Kommunikation und Magie. Du hast ja auch schon früh eine eigene Firma gegründet. Und du bietest auch allerlei sonst noch an, oder? Workshops, Coachings, Team-Events. Geht es da immer um die Magie oder geht es da auch um andere Themen? Nein, also bei den Coachings und bei meinen Trainings, Workshops, geht es wirklich darum, um Kommunikation. Wie kann man Menschen gezielter ansprechen? Wie kann man gezielt zum Beispiel eine Botschaft platzieren? Wie kann man Auftrittskompetenz lernen? Und da ist ja Zauberkunst eigentlich eine gute Sparte dafür, weil Zauberkunst ja die einzige Sparte ist, weil eigentlich zwei Abläufe parallel laufen, nämlich das, was man sieht und das, was man im Versteckten macht. Und bei jedem Verhandlung, bei jedem Gespräch, bei jeder Präsentation möchte man ja nicht unbedingt alles offen auf den Tisch legen. Also es ist ein gutes Komponententraining, aber es geht dort nicht darum, Zauberer zu lernen. Das ist vielleicht ein lustiger Teil, der die Faszination ausmacht oder Teambildung für ein Team, dass man eben das einfache Thema oder das Thema einfach lustig und humorvoll kann weitergeben. Was mich schon lange Wunder nimmt als Zauberkünstler, wo bezieht man da neue Zaubertricks? Sollst du die selber entwickeln oder gibt es da wie auch interne Plattformen, wo man die kann kaufen mit den Instruktionen? Eben ganz früher hatte ich ja kein Geld, um so etwas zu investieren oder so, sondern es ging um die Fingerfertigkeit. Da ich während der Schulzeit schon unter dem Tisch habe ich geübt mit Spielkarten und so. Das ist wirklich um die mechanischen Fähigkeiten der Finger gegangen. Und die Kommunikation ist noch für mich fast noch ein Step mehr, weil es um Psychologie und Menschen geht, wie man kann Entscheidungen von Menschen beeinflussen. Das ist ein ganz spannendes Thema, dass sie das Gefühl haben, ich habe völlig frei gewählt, aber dafür hat man sie leiten können. Ja. Und
Ja, das ist für mich das, was fasziniert ist. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was sehr noch... spannend, eben, ob du die Tricks dann selber entwickelst oder ob man die auch kaufen kann, so grössere. Gibt's die da irgendwie? Als ich in Las Vegas schon gemacht habe, mit der Grossen, da hatte ich das Glück, dass ich mit der Illusionsbauer von Creative Illusion in Las Vegas zusammenbauen konnte, die auch für den Körper viel Physik von der Treue und so gebaut hat. Und was mich dort schon fasziniert, als ich das erste Mal in Vegas war, bin ich eben mit meinen eigenen Ideen. Und die sind ganz erstaunt und gesagt, ja, alle wollen einfach das machen, was der Copperfield macht. Genau. Und sie sind einer von den wenigen, der eigene Ideen hat. Also ich hatte schon immer Visionen, wo ich noch nicht mal gewusst habe, wie es funktioniert. Also vielmals habe ich Ideen, wo ich keine Ahnung habe, ob man das jemals auf die Bühne bringen können. Wir haben ja jetzt in der neuen Show ganz viele Sachen, wo ich jetzt einmal von der Premiere noch auf Noten sitze, wird das wirklich funktionieren vor einem Live-Publikum. Also das ist ganz spannend. Das bringt mich zu einer nächsten Frage. Geht du auch einmal etwas schief? Hast du schon viel Pleiten, Pech und Pannen erlebt? Ich glaube, da könnte ich ein Buch schreiben. Okay. Und da könnten alle Magier ein Buch schreiben. Ja. Weil ich glaube, der Unterschied zwischen einem Hobbyzauber und einem Profizauber ist eigentlich schon das. Bei beiden geht etwas schief, aber beim Profizauber merkt man es nicht. Ja. Oder, weil es geht in der Konstruktion von so einer Präsentation auch darum, Outs zu finden. Mhm. Also was mache ich, wenn etwas schief geht? Und das ist extra, das ist genauso wichtig, wie wenn es gut läuft. Ja. Oder, dass man eben gar nicht merkt, aha, das ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen. Und da kommt dann wieder Psychologie und Ablenkung dazu. Gibt es auch Zauberkunststücke, also ich weiß nicht, wo auch gefährlich sind, gibt es solche, die auch wirklich, also bei den grossen Shows gerade, weiß nicht, bei einer Las Vegas Show, gibt es so etwas, wo auch wirklich schief gehen? Da sind schon ein paar Sachen schief gegangen. Wir haben in einer grossen Las Vegas Show eine Illusion gehabt, wo ich auf einem Schwert 2 Meter in der Luft geschwebt bin, wo das mich in der Luft dann durchbohrt hat. Und da bin ich in einer Fernsehproduktion, Live-Fernsehproduktion, zum Glück in der Probe, aber ich weiss noch, für Schweizer Fernsehen, das Topos Switzerland hat das geheißen, auf dem Diavalezza-Gletscher oben gewesen. Und was wir halt übersehen haben, da war minus 15 Grad während der Probe. Und das ganze Mechanik hat sich ganz ein bisschen auf dem Eis verrutscht. Und das hat gelenkt, dass es mich runtergeschleudert hat. Also, nein, da gibt es ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Bei meiner neuen Show «Magic Moments Unlock the Magic» habe ich leider auch so etwas eingebaut vor der Pandemie. Und heute denke ich, warum hast du das gemacht? Ja. Wo ich direkt am Tisch vor den Leuten schwebe, auch fast auf 2 Meter Höhe. Und wir haben es bis jetzt noch nicht können, wirklich vor Ort live testen. Also wir sitzen wirklich auf Nadeln, ob das wird funktionieren. Ja. Eben, seine neue Show. Freust du dich, dass es jetzt nach so langer Zeit wieder weitergeht? Oder ist es eben auch, hat man da jetzt die Auftrittssicherheit auch ein bisschen verloren in den letzten 1,5 Jahren? Ja, ich habe schon 2, 3 Live-Auftritte wieder können machen und habe schon gemerkt, dass gewisse Mechanismen weg sind. Eben gerade der Umgang mit Menschen, die Kommunikationsteil, wo ganz wichtig ist, dass sich die Leute auch wohlfühlen, dass sie nicht irgendwie bloßgestellt werden, dass man eben das Gemeinschaftsgefühl kann erleben, wo ja die Stärke ist von Magic Moments, ist es gar nicht so einfach, jetzt sich zu freuen, nachdem wir schon 4-mal die Premiere haben, müssen jetzt verschieben. Ja, genau. Und es ist jetzt ein Monat vorher, am 6. und 7. Oktober soll es jetzt so im Foto stattfinden. Ich hoffe es, drücke die Daumen und ich freue mich, aber es ist immer noch ein bisschen so gedämpft. Und was erlebt man in deiner neuen Show? Was kannst du schon verraten? Etwas hast du ja schon erzählt, mit dem Schweben. Das liegt mir auf dem Magen, genau. Weil wir sind schwer am Proben wieder. Weil in dem Jahr, wo wir es jetzt verschoben haben, haben wir gewisse Mechanismen schon wieder vergessen. Was könnte man schon verraten? Es ist die erste Close-Up-Show, wo man mit mir am Tisch kann sitzen kann, wo es ganz neue Elemente gibt von der Psychologie. Also bis jetzt war es auf einmal so, dass der Zauberer einfach etwas zeigt und dann gibt das die Emotion vom Staunen. Und in der neuen Show habe ich gedacht, warum kehren wir das nicht einmal um, dass das Publikum Sachen machen kann, wo sie selber nicht wissen, wie es funktioniert. Und trotzdem funktioniert es. Und ich habe durch Suggestion und Motivation werde ich 2 aus dem Publikum so motivieren, dass sie Sachen machen können, die eigentlich unmöglich wären. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, was da abgeht. Ah, das klingt wirklich sehr spannend, liebe Marcel. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Premiere. Danke dir. Dankeschön, bist du da für die Einladung. Ganz lässig. Merci.